Hi ihr Süßen, ich bin's wieder, die Mel. Jetzt ist ja schon eine ganze Weile Zeit verstrichen, seit ich meine tolle neue Zaubermaschine bekommen habe. Und ich habe sie euch im Video ja schon mal vorgestellt und heute möchte ich sie euch einfach einmal in Aktion zeigen, weil ich nach wie vor dermaßen in Love mit diesem Gerät bin. Das muss ich einfach mit euch teilen. Zu dem Zwecke habe ich jetzt hier einfach mal eine alte Schneidematte vorbereitet mit einem Bogen Cardstock und ich möchte jetzt gleich eine Form ausschneiden, die mit relativ vielen Dingen, also so ein Hintergrund, wo viele kleine Fensterchen reinkommen und einfach nur um es zu zeigen, dass es so schön geht, möchte ich einmal was damit auch schreiben. Diese Stifte hier gibt es zu kaufen. Die haben unterschiedliche Dichten. Super, Frau Hoch. Dicken. Einmal hier diese, ne, so wie Filzstifte. Und das ist halt hier so mehr wie so Schreibstifte mit einer dünnen Linie. Das möchte ich jetzt mal ausprobieren. Zu dem Zwecke spanne ich das jetzt hier mal ein. Da ist jetzt dieser Scoring Stylus noch drin. Den habe ich vorhin benutzt. Zack. Ne, man nimmt also einfach diesen Stift, tut ihn hier rein, na komm, nicht mehr gern, zack, bis es klickt und macht da einfach wieder zu und dann ist es schon fertig. Ich finde es total genial. Schneidematte einschieben. Hört ihr das? Ich finde es total genial. Also wer wie ich vorher Cricut-Geräte benutzt hat, der weiß, dass das mit einer gewissen Geräuschentwicklung verbunden ist. Das schneidet natürlich auch nicht geräuschlos, aber es ist viel geiler als das, was es vorher war. So, und ich habe das jetzt hier mit dem Computer verbunden. Ich klicke jetzt hier mal auf Go. Wir müssen einmal eine Sekunde warten, bis er es gefunden hat. Rödel, rödel, rödel. Na, wo bleibst du jetzt? So, genau. Jetzt blinkt nämlich hier, das ist ganz toll, also es blinkt immer das, was man dann benutzen muss. Das ist wirklich idiotensicher. Man wird jetzt in der Menüführung nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass man dann hier auch nochmal kontrollieren soll, ob die richtige Einstellung gewählt ist und dass man das Teil eingespannt hat. Und wir drücken jetzt einfach hier drauf und dann tut es. So, jetzt hat mein Zaubermaschinchen also zu Ende geschnitten. Ich hole das jetzt mal raus, blinkenden Knopf drücken. Ist ein bisschen garstig, ne? Aber es ist, glaube ich, wirklich für Amis gemacht. Das impliziert ja immer, dass draufsteht, dass es, keine Ahnung, der Kaffee heiß ist und so. Es blinkt jetzt hier noch. Ich muss am Computer, aber klick, bestätigen, dass ich auch wirklich fertig bin. Ich könnte diesen Schnitt oder diesen Arbeitsgang jetzt auch wiederholen. Dann müsste ich halt einfach nur wieder da drauf drücken. So, und jetzt hole ich das hier runter. Gut, die Matte ist halt auch schon mal benutzt. Die klebt nicht mehr so ganz doll, aber was ihr sehen könnt, ist, einer hängt. Dass das völlig problemlos sich löst. Da hängt nichts, da sind keine kleinen Nupsis, kein gar nichts. Und ich habe mit dem Messer, das da drin ist, jetzt auch schon alles Mögliche ausprobiert. Verschiedene Materialien. Ich habe aus alten Overlays, die habe ich mal irgendwo günstig gekriegt, so 12x12 Overlays. Da habe ich Masks draus geschnitten. Ganz großartig, funktionierte wirklich alles tadellos. Und mit dem hier, da werde ich jetzt irgendwie ein Designpapier, ich habe hier noch eins, irgendwie was dahinter fuddeln und dann werde ich da irgendwie ein Layout draus scrappen. So der Plan. Mal gucken.
Das wollte ich euch auf jeden Fall einmal gezeigt haben. Wie gesagt, schwer in Love mit diesem Zaubermaschinchen. Deluxe ist es natürlich auch noch, das dann kabellos mit der App, mit dem iPad zu benutzen. Das zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfrickeln. Aber ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.